Also ich bin der Thomas Rentsch, ich durfte eine Projektleitung übernehmen von diesem ganzen Projekt und ich durfte das als Mandat mit meiner Firma als Externer tun. Also es ist ein sehr schnelles Projekt, das wir umsetzen mussten. Die Bahn hat vor allem den grossen Vorteil, dass wir viel grössere Kapazität haben, eine Verdoppelung von früher. Wir bringen 1400 Personen pro Stunde auf. Wir sind auch viel schneller. Dadurch, dass wir 6 Meter pro Sekunde fahren, sind wir in 8,5 Minuten unten vom Tal bis da am Spielboden. Und der Hauptpunkt ist, wir haben eine Mittelstation bei der Talstation von der Felskimbahn und können so auch jetzt dort frisch die Leute umsteigen lassen. Das heisst, man kann von Saas-Fee jetzt über die Felskim, über Bifigau in Felskin rauffahren. Ja, ich bin der Pascal Scherf aus Asphalt Marketing AG, Geschäftsführer. Ja, ich glaube, so eine neue Bahn ist sehr wichtig für eine Destination. Der heutige Gast ist ein Qualitätsgast, der reist rum, der sieht andere Gebiete, andere Sachen. Der Convenience-Grad ist ganz ein wichtiger Faktor für die Entscheidung, in welche Destination dass man reist. Ich würde jetzt fast eher sagen, heutzutage ist es auch State of the Art. Man muss eine gewisse Qualität bieten, dass der heutige Gast auch noch kommt. Also mein Name ist Rainer Fleig, Delegierter vom Verwaltungsrat von der Saas-Tal-Bergbahnen. Und ja, der heutige Tag ist einfach ein Jauchzen. Es ist einfach ein Gefühl, wo man vielleicht irgendwie da anfängt, denkt, dann bringen wir das her. Und wenn man dann so ein tolles Team hat, wo jeder natürlich zieht und mitmacht, das, dann ist man an dem Punkt angelangt, wo man muss sagen, wow, man bringt noch etwas her. In den USA würde man sagen, yes, we can. Wir haben es hergebracht miteinander und das ist... In diesem Zeitfenster, wo man grössenordentlich 10 Wochen lang hat man es aufholen, ist das eine phänomenale Situation. Und dass wir alles im Budget noch erreichen können, ist natürlich doppelt gut. Also Zufriedenheit pur. Meine persönlichen Emotionen sind gewaltig hoch. Also, und die müssen weitergeführt werden, natürlich an Gast. Und ich glaube, dann ist man auf dem richtigen Weg. Danke vielmals.